Ich habe das Problem, dass mein Nachbar sich jetzt schon seit über 2 Jahren die beiden Parkplätze vor unserem Haus reserviert. Jedes Mal, wenn er unterwegs ist, fährt er eigentlich immer mit dem Porsche Cayenne. Also der Smart bleibt dann immer da und er fährt dann aber, bevor er losfährt, mit dem Smart in die Mitte von beiden Parkplätzen. Ja, damit, wenn er zurückkommt, er den Smart wieder zurücksetzen kann und sich dann mit seinem Porsche Cayenne schön hervorsetzen kann. Hast du denn überhaupt ein Auto oder geht es dir ums Prinzip? Ich habe ein Auto. Ja, ich glaube, ich würde da einfach mal klingeln, ein paar Blumen in der einen, mit einem Messer in der anderen Hand und dann einfach mal gucken, wie sich das Gespräch entwickelt. Du kannst auf jeden Fall, das ist wie so eine richtige Deutsche, einfach so Fotos machen, wenn er mal wieder im Urlaub ist und mit seinem Smart 2 Parkplätze besetzt. Da das habe ich auch schon gemacht, ehrlicherweise. Ich würde einfach so auf 2 Ebenen, einmal persönlich, aber währenddessen schon im Hintergrund. Ja.